Ludwig Arnold, Winfried Pfahler und Martin Hertel machen sich vom Forstbetrieb Fichtelberg im Landkreis Bayreuth aus auf den Weg. Kurze Lagebesprechung, dann geht's los in die dichten Wälder des Fichtelgebirges zur Inventur. Inventur? Das Wort stammt aus dem Lateinischen und bedeutet Bestandsaufnahme. Wer jetzt den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, alle 10 Jahre werden sie im Fichtelgebirge gezählt, um zu prüfen, wie viel Holz nachgewachsen ist. Das heißt, es wird nicht einfach genutzt, was da ist. Denn der Wald soll als Ganzes nicht abnehmen, sondern bleiben, was er ist. Zum einen natürlich ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Holzverarbeitung, aber genauso als Lebensräume für Tiere und Pflanzenarten. Und die leben ja bekanntlich auf und in Bäumen. Der Baum hat Pilzkonsolen. Das heißt, da ist ein holzersetzender Pilz, hat sich da angesiedelt und vom Holzwert ist der jetzt schon weitgehend eigentlich entwertet, also das Holz ist schon zersetzt, aber er hat natürlich einen sehr hohen ökologischen Wert, das heißt, er ist Lebensstätte für Tiere, für Pflanzen, das ist Besiedelungsgrundlage für Spechte, die jetzt ihre Höhle in diesen Baum reinlegen können und deswegen lassen wir den auf jeden Fall stehen. Verantwortlich für das Zählen und Katalogisieren der Bäume im Fichtelgebirge ist Ludwig Arnold. Und damit zurück zu der Frage, die uns alle interessiert. Warum zählt man denn nicht einfach mit den Fingern? Ja, 15.000 Hektar hat der Forstbetrieb Fichtelberg. Und wenn man da jeden Baum zählen müsste, das wäre einfach zu aufwendig und käme auch nicht viel mehr andere Daten raus, wo man für die Planung braucht. Und wie viele Bäume wären es denn dann insgesamt? Ja, laut der letzten Inventur sind es 153 Millionen Bäume. 153 Millionen Bäume, was für eine Zahl. Zählen geht da nur mit modernster Technik. Den Inventurpunkt, den wo ich anlaufen will, da habe ich meine Karte, den suche ich aus. Dann weiß ich, das ist zum Beispiel hier der 063. Den wähle ich in meinem Gerät aus, der ist ja hinterlegt mit einer Liste. Den wähle ich aus, dann gehe ich auf Navigieren und dann bringt er mir die Richtung und die Entfernung, wo ich laufen muss. Und dann laufe ich jetzt dann rein auf den Inventurpunkt und suche dann genau den genauen Standort des Magneters und mit dem Suchgerät. Auf diesem Inventurpunkt, das ist der Mittelpunkt des Inventurkreises von 400 Quadratmeter, werden jetzt alle Baumdaten erfasst, ob die Bäume noch da sind, ob sie stärker geworden sind, ob sie höher geworden sind. Die 153 Millionen Bäume können natürlich, selbst mit GPS-Technik, nicht alle gezählt werden. Dieses Inventurverfahren ist ein repräsentatives Stichprobenverfahren mit einer Genauigkeit von größer 98%. Denn wir haben es ja vorher gesagt, 153 Millionen Bäume könnte kein Mensch der Welt hier zählen. 4000 Inventurpunkte muss Ludwig Arnold noch bis Oktober mit den 3 anderen Kollegen im Fichtelgebirge abklappern. Denn trotz der technischen Hilfsmittel, Bäume zählen dauert. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.